Hallo und willkommen zurück zu The Infected. Lief da was? Okay. So, wir gehen jetzt hier rauf auf den Berg und gucken dann auch hier, denke ich, mal vorbei. In dem Camp. Ich würde halt gerne... Wieso ist denn der Ton plötzlich so leise? Hört ihr das? Oh, die Kopfhörer, glaube ich, die spinnen komplett rum. Gut, deswegen habe ich ja eigentlich neue. Ajo? Jemand da? Okay, einfach weg. Ich würde sagen, ich sollte mich eigentlich mit dem Speer bewaffnen. Oh, jetzt mit dem Wasser? Ja, das ist vielleicht unklug. Weil ich weiß halt nicht, wie ich übers Wasser komme. Ob ich da gut rüberkomme oder nicht so gut. Es ist übrigens alles an. Was ich lustig finde, ist, dass das, die Einstellung, ob alle 3 Nächte oder jede Nacht was kommt, die funktioniert. Aber alles andere nicht so. Und schön. Na, Mais, nee. Brauche ich nicht. Ich meine, die anderen Steine, die jetzt noch so vor der Base rumliegen, die werden wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Okay, dauert noch ein bisschen, bis wir auf dem richtigen Berg sind. Wir sind jetzt anscheinend auf diesem Vorberg. Macht jetzt alle volle Bulle laut. Aber das scheint durch die Bewegung meines Arms. Och, Schwein! Du erschreckende Sau, du. Ich habe nicht nachgeschaut, dass es eine Sau ist oder ein Schwein. So. Pizzaständchen? Glitzersteinchen. Ja, es, für mich sind das Glitzersteinchen, okay? Also bis auf Essen bin ich ja komplett leer. Das heißt, ich müsste ja mal ein bisschen was mitnehmen können. Oh, 3 Stück kommen aus einem raus. Als ich brauche. Was mache ich denn hier? Das war vollkommen sinnlos. Aber ich finde das Erz nicht. Wo ist das Erz hin? Nee. Alles Stein, nix Erz. Hä, da unten ist... War das schon immer da? Mal ein bisschen vorsichtiger, weil wegen Camp. Wie gesagt, an ist es. Kann auch sein, dass es einfach ein paar Tage braucht, bis die kommen. Kann aber auch, wie gesagt, sein, dass sich das, die Tatsache, dass ich die überhaupt jemals ausgestellt hatte, die einfach getötet hat und die halt nicht respawnen. Und die, die mich besuchen kommen in der Basis, das sind ja welche, die immer frisch respawnen. Und das könnte sein, dass das der Unterschied ist. So. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich vielleicht mich nicht komplett überlade. So, einer fehlt. Da. Ah, noch geht es ja.
ich halt einfach eine Flasche voll mit dreckigem Wasser dabei habe. Warum nicht? Nee. Da ist nix. Schade. Ich meine, ganz ehrlich, andererseits eröffnet das einem die Möglichkeit. Ich könnte in dem Camp hier, also ich könnte es halt besiedeln. Dadurch, dass die jetzt komplett weg sind und auch nicht wiederkommen, könnte ich da halt leben. Generell könnte man das auch so machen. Also, wenn die wirklich nicht wiederkommen, nachdem man sie einmal ausgelöscht hat. Ja, da. Okay, wie viel noch? Okay. Eine nehme ich noch mit, eine Ladung. Ich meine, ich bin dann zwar überladen. Ja, ein bisschen überladen. Moment, die wiegt 2. Ja gut, die haben glaube ich nicht so viel Gewicht, oder? Aber, ja, perfekt. So. Entschuldigung. Mir ist auch irgendwann aufgefallen, irgendwann, also während des Schnitts ist mir das aufgefallen, dass ich in irgendeiner Folge hatte ich irgendwie 50 Gewicht, konnte aber irgendwie nur 45 tragen und hat gemeint, hä, ich habe doch genug, also ich habe doch gar nicht so viel dabei. Dabei war ich ja trotzdem überladen. Total doof. Habe ich ja nur Schnitt. Oh Gott. Bitte nicht. Ich sehe den nicht mal. Das Füchschen. Ja, sehr schön. Ja, mal gucken, wie ich wieder übers Wasser komme. Ob ich überhaupt übers Wasser komme. Das ist ja hier alles ein bisschen komplizierter, würde ich mal sagen. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Und wenn's genug geregnet hat, dann wächst auch wieder was. Das Schöne ist, dass bei uns jetzt im Garten auch alles wächst. Und da es jetzt nicht mehr schneit, sondern regnet, ich denke mal, wir werden bald auch die Jacke ausziehen müssen. Da kamen wir hoch, ne? Hier irgendwo. Hier irgendwo kamen wir hoch. Ich gucke ab und zu noch, ob alles funktioniert. Weil es ja schon oft pass genug passiert, dass irgendwas plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Also, Ausdauer ist alle. Kein Problem. Trink was, dann geht's dir besser. Kannst du wieder rennen. Wir dann überlegen, wenn es jetzt wieder so oft regnet, ob wir vielleicht die andere Seite des Gartens auch fertig bauen. Einfach, damit wir das alles fertig haben. Oder? Oh, da hinten sind noch ein paar Gurken. Ja, aber wir haben ansonsten haben wir ja. Na komm. Wir brauchen nur Vitamine. So, Proteine brauchen wir übrigens auch. Die Blumen an. Mäh.
Das ist kein normales Schaf, wisst ihr das? Schaut es euch an. Das ist kein normales Schaf. Das ist ein Zombie-Schaf. So. Ah, da war was mit dem Überladen, ne? Da war was mit dem Überladen. Pepepe. Tschüss. 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 Immer noch überladen, ja. Das Fleisch will ich nicht rausschmeißen. Ich brauche keine Karte. Ja, die 5 Meter müssen wir dann halt. Ich will das gute Aluminium nicht rausschmeißen. Es ist halt einfach 0,5. Naja, komm. Sehr schön. Oh Gott. Weil hier kommt ja eigentlich wieder Besuch. Bin ich da? Ihr seht mich nicht? So, sehr schön. Ich habe auch Fleisch mitgebracht. Lecker scharf. Und ja, jetzt muss ich wieder. Erstmal lege ich sie rein. Wie gesagt, schön viel Aluminium. Weil werden wir auch brauchen. So, sehr nice. Ich werde jetzt irgendwie gleich auch ganz viele Steine farmen gehen, hoffentlich. So. Da. Es wird sich tatsächlich komplett ausgehen, ne? Nicht cool. Ja, okay, bis ich da hinten das anmache, wird es auch, glaube ich, mein komplettes Feuerholz hier mal reinholzen. So. Und nochmal eine Runde. Gehen halt immer perfekt 5 rein. Das, wenn ihr wüsstet, wie sehr mir das gefällt. Dass ich das in einer Tour durchmachen kann. So. Okay. Ansonsten haben wir hier noch Eisen. Haben wir hier nochmal 3 Eisen. Okay. Ist sehr wichtig. Und einmal Kupfer. Ist auch sehr wichtig. Kupfer brauchen wir ja auch gleich für den Helm. Oder werden wir bald brauchen für den Helm. Okay. Wir werden, denke ich mal, auf jeden Fall eine Spitzhacke nochmal herstellen müssen. Ja, wir haben auch den Platz dafür. Was hat man dafür gebraucht? War ja nur, ich glaube, war ein Stock. Deswegen musste man den Speer ja mit dem Feuerstein herstellen, ne? Genau. So, sehr nice. Überhaupt nicht viel. Überhaupt nicht. So, sehr schön, schön fertig. Das wäre noch schön, wenn man das mit Alt rausnehmen könnte. Würde mich sehr freuen. Ich werde auch gleich oben, ich glaube, dafür habe ich auch Aluminium gebraucht, oder?
Weiß es nicht mehr so genau. Wir werden auf jeden Fall gleich alles, was Aluminium braucht, gebrauchen gehen. So. Ihr beide habt Aluminium gebraucht, oder? Nein, überhaupt nicht. Geil. Geil. Alles richtig gemacht. Wenigstens etwas. Wofür habe ich denn noch Aluminium gebraucht? Da gab es doch noch irgendwas. Dann kann ich mir auch jetzt noch mal eine Flasche herstellen, weil wir haben ja mehr als genug. So, zack, zack, zack. Kraft. Kraft meines Amtes. Entschuldigung. Ach, diese schlechten Wortwitze, ich weiß. Weiß. Fühle mit euch. Auch wenn ich sie mache, fühle ich mich trotzdem mit euch. So. Harvestit. So, so, so. Und dann zack. Dann kann man nämlich überall hier nochmal durchgehen, wenn ich gleich wechsle. Und kann das in einem Arbeitsschritt erledigen. Das heißt, was Aluminium angeht, werde ich ja dann gleich oben fertig sein. Das heißt, ich könnte mir rein theoretisch noch mehr Flaschen herstellen. Was zum Gießen gar nicht so verkehrt wäre. Dann müsste ich aber eine extra Kiste machen. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich dann halt nur einmal hingehe, alle Flaschen befülle. Und ja, so könnte man das machen. Ansonsten, ich würde halt auch gerne ein bisschen Aluminium liegen lassen. Weil ich habe so das Gefühl, dass ich das für irgendwas noch brauchen werde dann in der Zukunft. Okay, fünfmal Eisen. Kupfer und Mechanical Parts. Hab ich nicht für Electrical? Moment. Nein. Ich rutsche mal ab mit der Hand. Mir Iron, Kupfer und Plastik. Genau. Und für Plastik hatte ich ja das Öl gebraucht, das Fischöl. Und hierfür brauche ich ja Strom. So. Der Verteilerkasten wird hier im Flur sein. Den tun wir hier hin, den Stromkasten. Das heißt, hier bauen wir die Batterie. Also Kontrollpanel. So, was brauche ich dafür? Kupfer und Eisen. Warte, Placeables? Nein, ich wollte Placeables. So, was haben wir hier? Ah, nee, hier ist die Batterie. Muss die Batterie mit dem Solar verbunden sein? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ah, ich weiß es nicht. Gut, ich kann die ja moven. Ich denke mal, wenn ich die gebaut habe, kann ich die moven. Oder? Da, seht ihr? Da brauchen wir auch wieder Aluminium. Also ist gar nicht so verkehrt, wenn wir reichlich Aluminium haben. Oh nein! Oh nein! Ich habe das zwei vergessen. Das ist jetzt natürlich. Ah. Unschön. Unschön. So. Das heißt, ich schmeiß das jetzt noch. Ich muss ganz schnell Steine holen. Damit ich überhaupt irgendwas zum Brennen habe. Weil ansonsten ist es halt richtig traurig, dass das Feuer brennt und brennt. Und einfach nichts passiert. Nichts passiert. Das ist nicht schön. So. Ich bin gerade überlegen, ob ich zwei Batterien baue. Ich baue aber erstmal eine, damit ich auch überhaupt weiß, wofür es gut ist. Bei drei. Ja, gut. Komm. Wir werden es rausfinden. Wie gesagt, das Aluminium will ich vielleicht erstmal behalten. Schön, schön, einfach mal hier so. Schön. Erstmal ein Stein. Hehehe. Sie, warum ich so gelacht habe? Deswegen. Deswegen habe ich so gelacht. Oh, ja. Ja?
Nein. Da ist Stein. Ich nehme dich mit zu einem weit entfernten Ort. Deine. Und wehe, mir und mein Stein kommt jemand entgegen. Stellt sich gegen uns. So, irgendwie. Keiner, okay. Ah, wisst ihr, wie viele Steine ich brauchen werde? Um das zusammenzubekommen, was ich brauche. Viele. Sehr, 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 sehr viele. Oh Gott. Passt auf jeden Fall nochmal ein kompletter Stein rein. Klingt so ein bisschen, als würde er mit den Füßen schlürfen. Schlürfen? Ja. Ich meine, gut, mittlerweile, dadurch, dass ich halt die Rüstung habe und so, easy, ne? Easy. Easy. Wichtig ist jetzt als nächstes auch, dass ich mal langsam Plastik herstelle. Und ja, gut, Strom. Licht in der Nacht. Das sind halt alles so Sachen, die halt auf der Liste stehen. Und ja, hätte ich ein kleineres Haus, dann hätte ich mich vielleicht mehr auf andere Sachen konzentrieren können. Aber ich hätte auch ein kleineres Haus. Was ich meine. Ist es nicht so, dass man die Sachen, die man gebaut hat, upgraden kann? Oder denke ich das so sehr an Night of the Dead? Also ich glaube, hier war das auch so, ne? Ach, ist kaputt. Kein Problem. Ich habe da schon was vorbereitet. Glaube ich halt wirklich. So. Da mir aber ständig die Steine ausgehen für wichtige Sachen, werde ich es wahrscheinlich jetzt erstmal so machen, dass ich nicht gleich alle Steine verbrenne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern dass ich erstmal mir alles hole. So nicht. Und damit, meine Damen und Herren, können wir uns die Schienbeine, Schonbein, Schoner, Beine, Schoner herstellen. Und da der jetzt gerade weg ist und ich einfach gerade mal die Zeit habe, gehe ich jetzt hier raus und mache jetzt die Steine kaputt. Und nehme einfach mit, was geht. Ja, weil Steine wiegen. Oh Gott. So viele werde ich jetzt auch nicht mehr aufnehmen können. Wichtig wären eigentlich auch die Erze. Die Steine. Ach, ich bin eh überladen. Ja, komm. Komm, komm. Was soll passieren? Noch voller können wir eh nicht mehr werden. Oder? Komme ich irgendwann zu einem Punkt, an dem ich nicht mehr laufen kann? Nee. Nö. Nö. I am creaking. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir hier so raufschauen. Ah, du Fuchs. Das ist ein ganz schlechter Augenblick. Ganz schlechter Augenblick, ehrlich. Ich meine, ich habe ja sonst nichts gegen dich, aber jetzt ist ein ganz schlechter Augenblick. Gut. Ja, er hat es schon zurückgezogen. Er hat selbst gemerkt, dass er jetzt fehl am Platz ist. Nee, ich kann echt nur removen. Ich kann es nicht verbessern. Schade. Schade, schade, schade. Das heißt einfach nichts Gutes für mich, ne? Schade, schade, schade.
Marmelade. Jetzt komm, hau rein, hau rein. Ja, hau alles rein. Oh ja, genau so. Sehr schön für Kupfer. Bei Kupfer habe ich auch für irgendwas gebraucht. Also generell, ich brauche ja alles. Ich brauche ja alles. Momentan brauche ich echt alles. Außer Glas. Ich werde jetzt aber jetzt langsam mal den Stove herstellen, weil wir wissen nicht, wie lange das noch gut geht. Naja, was heißt langsam herstellen? Ne? Also mit langsam herstellen wird wohl eher weniger was. Ja, ich habe es befürchtet, dass die spawnen irgendwann. Wir müssen ja noch 8 Stück rein. Vielleicht hätte ich die Roma-Materialien einfach mal mitnehmen sollen, aber nein. Geht doch. Das geht doch. Da geht's ihr auch schon wieder. Oder ihm. Und viel, viel besser. Meine Stimme, ne? Die macht das auch nicht mehr mit. Die denkt sich auch, pff, du, weißt du was? Mach du das mal alleine. Ich bin raus. Herrlich, wegen den Stöcken. Interessant. Ja. Sehr interessant. Das sowas schon mal gehabt. Wie gesagt, ich finde es sehr interessant. Wird es schon wieder Nacht? Gut, dass das Brennholz, Feuerholz, haben wir sogar schon dann damit fertig. Dann brauchen wir nur noch die 150.000 Eisen. So. Also bis ich das zusammen habe in diesen kleinen Steinchen. Das könnte den einen oder anderen Moment dauern. Ich weiß nicht, will ich vielleicht schon mal erstmal die Batterie machen, weil die geht halt schneller fertig. Und dann, beziehungsweise die Solarpanels und die Batterie. Vogel. Der macht sich doch irgendwie lustig über mich, oder? Interessant. So. So, da. Da brauche ich nämlich 5 und 4 Kupfer. Hier brauche ich auch nochmal 4 Kupfer. Kupfer ist halt das Problem, ne? Beziehungsweise beides. Aluminium irgendwie gar nicht mehr. Gut. Er braucht ja auch irgendwann Energie. Gehen jetzt mal schlafen. Und dann um 12 Uhr. Um 1 ungefähr kommen sie dann. They are coming for me. Brauche ich hierfür? Ja, auch wieder Eisen und Kupfer. Davon werde ich jetzt noch viel brauchen. So.
Also man könnte sagen, dass ich sie jetzt ignoriere, tue ich aber nicht. Ich kümmere mich gleich um sie, wenn sie kommen. Aber erstmal müssen sie ja kommen. Bis dahin kann ich ja fleißig sein. Huch. Ja, komme. Ja, ich komme. Alles gut, ich komme. Komme und sehe nichts. Hier mal bitte nicht zu zweit auf eins hauen. Wie? Ich habe die Tür offen gelassen. Ja, dann weiß ich wie. Ich wollte sagen, wenn ich mir die gegen die Tür hauen, dann ist es schlecht. Ist da nämlich keine Tür mehr. So, irgendwo wird noch gehauen. Gott, Leute, warte mal bitte. Diese Schulter müsste dir eigentlich abfallen. Mist. Ehrlich. Mist. Oh, das war so unklug. Also nicht mal unklug, sondern. Gut. Ich dachte mir schon, weil es hat Klopf, Klopf, Klopf und dann plötzlich erstmal nichts mehr. Und dann dachte ich mir so, okay, gut. Ja, das ist der Punkt. Ich hätte dich nicht so lange ignorieren sollen und dann auch noch die Tür offen lassen. Ich wette mit euch, euch ist das eingefallen, dass ich die Tür offen lassen hab, gelassen habe. Ihr habt bestimmt die ganze Zeit schon wieder geschrien. Und ich so, la la la. Wir bauen das schnell zu. Weil wir wissen ja, wie sie sind. Werden wir mich jetzt nicht freundlich darauf hinweisen, dass mein Sound kaputt ist. Ja, wisst ihr noch, dass ich Millimeterarbeit betrieben habe? War nicht so klug. Könntest du halt so davor machen oder dahinter. Oh, das wird so echt aussehen. Bleibt halt nichts übrig. Naja, es bleibt mir halt nichts anderes übrig. Was? Also das ist der normale, oder was? Wo ist er denn? Bitte nicht gegens Tor hauen, das ist teuer, okay? Mein Speer ist kaputt, ne? Bald effektiv kein Leben mehr. Das war... Hätte der mich erwischt, wäre ich tot.